Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die Bannwelle geht heiter weiter. Doch wie viele wurden jetzt tatsächlich insgesamt gebannt und läuft es nach wie vor so, dass immer noch aktiv gebannt wird? Das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Ich hatte ja bereits in meinem letzten Video Folgendes gesagt. Man kann hier aktuell auf Converse sehen, dass es hier schon wieder nach oben geht. Und das war eine richtige Vermutung, wie man hier sehen kann. Hatten wir bereits am Tag darauf 224 Wackbands, dann 656, darauf folgenden 571 und dann 177. 70 und 32. Jetzt fragen natürlich trotzdem einige, wie viele wurden denn jetzt insgesamt gebannt? Das ist schwer zu sagen, denn es werden nach wie vor Shadowbans ausgesprochen, bevor es dann zu einem richtigen Bann kommt, der wiederum auf den externen Seiten vermerkt werden kann. Im Moment werden die meisten Cheater live erkannt. Man kann natürlich nach wie vor reporten und dann kann auch eine Erkennung stattfinden. Und dann bekommt ein Großteil davon dieses Convicted by Overwatch, Majorly Disruptive und eben ein Global Cooldown. Diese Global Cooldowns sind fürs Erste nicht in so einer Statistik wie dieser hier sichtbar. Das ist jetzt hier wieder von CS-Stats, sondern es kommen dann eben erst die Bans irgendwann zum Vorschein, beziehungsweise Game-Bans. Warum sich die Zahlen hier trotzdem unterscheiden von zum Beispiel Converse zu CS-Stats, weiß ich auch nicht genau. Ich nehme an, dass sie trotzdem nochmal unterschiedliche Möglichkeiten haben, ihre Daten zu erfassen. Wenn wir uns jetzt hier nach Converse richten, dann waren das ungefähr 2000 Leute, die bis jetzt da weggehauen wurden. Bei diesem Anbieter Neverlose waren es aber, glaube ich, man konnte es in einem Screenshot sehen, ich glaube 51 oder 52.000 User, die dort angemeldet oder vielmehr reingekauft sind. Und so krass, wie dort die Hütte gebrannt hat, wir haben uns ja auch einige Foreneinträge angeschaut, also so verzweifelt, die dort mitunter waren, kann ich mir gut vorstellen, dass es einen guten Teil davon erwischt hat. Im besten Fall natürlich alle. Das können wir so nicht genau wissen, aber man weiß immerhin, dass nicht nur Neverlose betroffen ist, sondern auch andere Cheat-Anbieter oder Provider. Eine Sache ist hier bei Converse schon mal klar, die Bans kommen ungefähr ein bis zwei Tage später. Also die Bans hier vom 1. Mai rödeln dann erst so am 2. und vor allem 3. Mai rein. Ich nehme an, das ist dieser Global Cooldown für 24 Stunden, bliblablub. Und bis dann die ganze Overwatch-Sache durch ist und der Bann durchgeht, dauert es halt ein bisschen. Wie viele Leute insgesamt gebannt wurden, kann man nur erahnen. Wir sehen hier, dass wir am 29. April 1.470.000 Spieler hatten, davor noch 1.551.000 und zum 30. April bzw. 1. Mai kam dann die Bannwelle oder startete die Bannwelle. Und dann sieht man hier einen sehr großen Dip runter auf 1.255.000, also fast 250.000 Menschen weniger als noch davor. Das heißt, wir können hier mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn wir die Zahlen von Converse zum Beispiel als absolutes Minimum nehmen, könnte man sagen, dass 2500 bis 250.000 Leute so circa gebannt wurden. Und hier sieht man dann auch nach diesen guten Nachrichten den Anstieg der Leute, die eben jetzt sich auch wieder freuen, dass sie normal reinspielen können und eben cheaterfrei oder cheaterfreier spielen können, werden, sollten. Es gibt ja noch ein paar andere, wie zum Beispiel ein Kommentator bei WaterCS, die das Ganze einfach am globalen Rang ausrechnen. Hier schreibt einer, er ist vom Platz 140.000 auf 87.000 gerutscht, ohne dass er gespielt hat. Und daraus resultiert er, dass ungefähr 60.000 Cheater gebannt wurden. Wohlgemerkt aber dann auch nur in diesem 17 bis 18k Rating. Ich denke, wir können die Zahlen von CS-Stats und auch Converse so als absolutes Minimum nehmen und dann alles darüber hinaus, ja, kann man wie gesagt nur annehmen oder sich daran annähern oder dadurch annähern an die tatsächliche Zahl. Ich persönlich schätze die Zahl auch auf zumindest einige 10.000, denn wenn ich mir die Kommentare anschaue und auch die Dinge, die ich live von euch zu hören bekomme, sind die Spiele im Großteil deutlich besser geworden, viel weniger Cheater, auf die man trifft und so weiter und so fort. Das geht eigentlich nur, wenn wirklich viel gebannt wird, beziehungsweise natürlich auch Neues nicht mehr reinkommt. Im letzten oder vorletzten Video hat auch jemand geschrieben, dass ja alle Creator immer dieselben Videos benutzen würden, was sicherlich auch zum gewissen Teil stimmt, weil Creator kurz und knapp halt auch faul sind. Ne? Wenn es da was Gutes gibt, was man gut vermarkten kann, dann let's go. Dann benutzt das einer und der nächste und der nächste und der nächste auch. Sicherlich gibt es auch ganz, 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 ganz viele andere Videos, aber mitunter hat man ein bisschen Zeitdruck und nimmt halt dann einfach das Erstbeste. Was ich euch aber noch zeigen kann, sind zum Beispiel Ausschnitte aus unserem Discord. Wie man hier sehen kann, werden auch immer wieder diese Partie abgebrochen oder Match cancelled Teile hier hineingepostet, hier auch schon wieder, und hier sieht man zum Beispiel auch dann nochmal, dass 64 Leute bei dem Kollegen hier gebannt wurden. Und auch wenn ich bei mir in Steam hineinschaue, einfach nur in diese Community Aktivitätenliste, dann sehe ich ja direkt ganz oben einmal diese Nachricht hier, dass Leute, die man reportet hat, jetzt gebannt wurden, und ich brauche ja nur einmal runter zu scrollen und dann kommt schon die nächste Nachricht. Und das ist jetzt nur auf meinem persönlichen Steam Aktivitäten Feed von den Freunden, die ich dort habe. Es scheint also weiterhin sehr gut zu laufen. Was sich aber natürlich immer noch viele fragen, ist, wird WAC in der Hinsicht verbessert, dass es auch auf Kernel-Ebene arbeiten darf? Und ich denke, dass wir von Valve bereits genug Aussagen mitbekommen haben, dass es so nicht sein wird. Sie möchten nicht so tief in das System reingreifen, alleine wenn man bedenkt, was das für große Nachteile mit sich führen kann. Des Weiteren ist Valve aber auch davon überzeugt, dass ein statisches Anti-Cheat immer wieder übergangen werden kann, und
Dem ist ja auch so, das merkt man ja, dass man nirgendwo sicher ist. Immer wieder finden die Cheater in die Spiele rein. Und darum haben sie bereits auch schon vor 7 Jahren, ich glaube damals ging es schon in Richtung WACnet, da haben sie bereits gesagt, dass sie eine Machine Learning Geschichte fahren wollen. Das lernt zu unterscheiden zwischen Cheatern und normalen bzw. Highskilled Spielern. Und das macht, sofern man natürlich die ganzen Rager und sowas sowieso wegkriegt, auch am meisten Sinn, weil mit diesem Ansatz kannst du dann eben auch immer mehr die Legit-Cheater angreifen und detektieren. Wir wissen jetzt bereits alle, wie stark KI aktuell ist und können uns kaum vorstellen, wie stark die ganze Geschichte in 5, 10, 15 Jahren sein wird. Und auch hier ist natürlich dann für ein starkes KI-Anti-Cheat, beziehungsweise wahrscheinlich nennt man das in dem Fall dann gar nicht mehr Anti-Cheat, sondern einfach Überwachungsprogramm oder was, das einfach aktiv zuguckt, während wir spielen. Und es sieht, ah, okay, der ist legit, der spielt so wie jeder normale Mensch auch, der auch, der auch, der auch, der spielt wie ein guter Mensch, aber läuft, aber der ist komisch. Und solche Leute werden dann geschnappt und fürs Erste gesperrt. Und daraufhin wird dann Overwatch und weiteres getriggert, dann wird genau überprüft, mal gucken, ob das wirklich, wirklich, wirklich so ist. Und dann wird er halt gebannt oder nicht. Ich finde diesen Ansatz sehr, sehr gut, auch natürlich, weil ich nicht möchte, dass irgendwas so tief in meinen PC reingreifen kann, wie es Kernel-Level-Anti-Cheats tun. Ich selbst habe schon große Probleme mit solchen Geschichten gehabt. Das Faceit-Anti-Cheat und vor allem das Anti-Cheat von der ehemaligen 99-Damage-Liga, die haben mir beide ganz schön den PC zusammengerüttelt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das 99-Damage-Anti-Cheat, dieses Easy Bear mit so einem Bärchen-Symbol, ob das ein Kernel-Level-Anti-Cheat war oder ist, falls es das noch gibt. Aber es hat mir auf jeden Fall mindestens einmal den PC komplett abgeschossen, dass ich ihn neu aufsetzen musste, und mit dem Faceit-Anti-Cheat lief das ähnlich. Natürlich ist man dadurch sicher oder sicherer, aber man ist eben auch viel angreifbarer, was deine Daten angeht, aber auch die Abläufe in deinem PC selbst. Und sowas kann eben den gesamten PC auch einfach mal bricken und zerfisten. Und genau zu diesem Thema habe ich ja noch einen Ausschnitt von WaterCS2, der über Valorant's Vanguard kurz gesprochen hat. Das würde ich euch gerne einfach mal ganz kurz zeigen, denn Vanguard scheint auch gerade vor kurzem richtig ekelhaft reingeschissen zu haben. Hierdurch möchte ich natürlich nicht auf irgendwelchen Kernel-Level-Anti-Cheats rumreiten. Ich will nur etwas Aufklärung leisten, weil viele einfach runterladen, zack, spielen, wababab und auch gar nicht genau wissen, was das halt mit deinem PC macht. Oder machen kann. Die Fälle sind natürlich gering. Ich denke, man kann immer noch, oder man konnte auch in meinen Fällen, von Ausnahmen sprechen und nicht von der Regel. Das muss man den Systemen auch lassen. Die funktionieren schon sehr, sehr gut. Aber es gibt halt Ausnahmen. Now it's easy to hate on Valve and VAC, but we need to appreciate, at least it's not as bad as Vanguard. People think it's the holy grail because it has a kernel level anti-cheat, but they just had a huge problem this week, which was bricking players' PCs, and Riot pretty much just laughed at them. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, dass Riot da einfach drüber gelacht hat, aber so wie es aussieht, gut, das ist jetzt ja auch nur von Richard Lewis zusammengefasst, den kennen wir ja schon, dass sie angeblich gesagt hätten, es hätte nur ein paar Leute getroffen und es ist sowieso denen ihre Schuld. Und hinzu kommt, lügen alle die sagen, dass ihr PC jetzt gebrickt wurde dadurch. Ich weiß nicht, ob Riot hier einfach nur irgendwelche Worte in den Mund gelegt bekommt. Ich habe aber selbst schon mitbekommen, dass eben dieses Vanguard-Anti-Cheat auch dafür sorgen kann, dass dein PC komplett im Eimer ist. Aus diesem Grund und auch noch einigen anderen Gründen bin ich sehr froh darüber, dass Valve so arbeitet, wie sie eben arbeiten. Sie wollen nicht stark bei dir reingreifen, sie bauen ein großes Netz aus Anti-Cheat-Mechanismen auf, die ineinander greifen und detektieren damit Cheater, entfernen damit Cheater und differenzieren vor allem zwischen normalen Usern und Cheatern und können sie somit wiederum auch extra behandeln. Also zum Beispiel über den Trust-Faktor, dass eben Cheater hauptsächlich auf andere Cheater treffen, weil sie halt alle schlechte Trust-Faktoren haben oder im Großteil schlechte Trust-Faktoren haben. Letzteren Punkt sieht man übrigens auch sehr schön an ihren eigenen Stats. Wenn man bedenkt, dass Cheater ja halt cheaten, müssten sie ja eigentlich eine relativ hohe Winrate haben. Die liegt aber in diesem Fall auch nur zum Beispiel bei 51%. Das sind jetzt Zahlen von CS2-Stats. Und das sind die Average-Stats von den gebannten Leuten seit dem 1. Januar 2024. Und wenn ich mir das so angucke, ich meine, kleine 1,5er KD ist schon krass, aber sie könnte natürlich deutlich, deutlich, deutlich stärker sein. Da sie aber wahrscheinlich hauptsächlich gegen andere Cheater spielen, ist es halt schwierig, eine, was weiß ich, 5er KD zu haben. Das hier zeigt relativ schön auf, wie gut unter anderem eben auch der Trust-Faktor uns Legits hilft. Zum Trust-Faktor selbst habe ich ja gewisse Videos gemacht und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, den gibt's gar nicht, oder der geht nicht oder wie auch immer, und andere sind absolut überzeugt und freuen sich, dass sie halt cheaterfreie oder cheaterfreiere Spiele haben. Mittlerweile habe ich jetzt auch 8 Leuten gezielt geholfen, ihren Steam-Account und somit ihren Trust-Faktor zu verbessern, und alle 8 konnten jetzt berichten, dass ihre Spiele deutlich besser geworden sind, also dass sie weniger Cheater haben. Darum, die ersten Tests waren schon weit vor dem Anti-Cheat-Update, habe ich mir gedacht, ich werde so eine Steam-Profil-Bewertung bei mir in den Stream einbauen auf Twitch, und das kann man sich ja einfach kaufen für so eine Währung, die man sowieso sammelt, während man den Stream schaut, also kostenlos. Darum werde ich jetzt diese Woche, und zwar für Mittwoch, ein Video machen mit diesen ganzen Bewertungen. Im Moment sind, ich glaube, 40 oder so, circa.
Das heißt, am Mittwoch erscheint das Video, in dem ich eure Steam-Profile in Bezug auf den Trust-Faktor bewerte und auch gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge liefere. Ich halte euch natürlich noch weiter auf dem Laufenden und mache jetzt noch geschwind ein Giveaway. Ich habe schon wieder 36 Minuten aufgenommen. Ich wollte eigentlich Auflösungen machen. Ich gucke mal kurz mit euch zusammen, wie viele Giveaways noch aufgelöst werden müssen. Also wir haben gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 offene Giveaways noch. Wir packen jetzt noch eins oben drauf und müssen dann... Am Mittwoch wird es nicht gehen, weil das Video sehr, sehr lang sein wird mit euren Steam-Profilen. Aber dann am Freitag. Am Freitag mache ich... Ja. Ja, ich weiß schon was. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir machen was ganz Besonderes heute. Heute gibt es für euch diesen Sticker zu gewinnen. Das ist natürlich schon ein Macher-Sticker, das ist ganz klar. Ihr seid automatisch mit dem Giveaway dabei, wenn ihr einfach folgende Frage beantwortet. Und zwar, ich habe schon lange nicht mehr gefragt, schaust du eigentlich meine Livestreams? Ja oder nein? Der Link zu meinem Stream ist in der Videobeschreibung. Vielleicht sehen wir uns ja morgen ab 18 Uhr dort. Und wenn wir schon vom Teufel sprechen, diesen Monat gibt es bei mir auf Twitch ein Huntsman Knife Blue Steel im Giveaway zu gewinnen, gesponsert von Toni. Toni, vielen lieben Dank, du alter Gönner. Also dabei sein und mitmachen. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ja, dann das war's. Haut da rein, danke. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.